Die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Herzlich willkommen heute zu einer Frag doch mal den Prof Sonderfolge. Heute haben wir ganz, ganz, ganz viele Zuschauerinnen hier dabei und sie haben uns vorab ganz viele Fragen gestellt. Was rätst du bei Myomen in der Gebärmutter? Auch schon damit oft konfrontiert, deshalb darf ich auch als Nicht-Gynäkologe was dazu sagen, weil die Frauen sich dann wegen massiver Schmerzen zum Teil sich auch gemeldet haben bei mir. Ich kann es chinesisch zuordnen. Ich könnte es mit Akupunktur und anderen chinesischen Verfahren behandeln, aber da muss man echt die Kirche im Dorf lassen. Wenn diese Myome wirklich zu dramatischen Schmerzen führen, wenn die eine gewisse Größe haben, und wir reden hier manchmal über Mandarinen oder Apfelgröße, ja, dann ist das wirklich eine Situation, wo man den Chirurgen auch wirklich Vortritt lassen darf. Ja, also dann kann ich nur hoffen, dass die Kinderplanung abgeschlossen ist und wenn es Myome eben in der Gebärmutter sind und die gehen ja oft einher, nicht nur jetzt mit Schmerzen, sondern auch mit wahnsinnigen starken Blutungen, die dann wieder den Eisenmangel nach sich ziehen. Dann kommt wieder die Blutarmut dazu, die Erschöpfung, die stumpfen Haare, die und. Also da darf man dieser Kausalkette, so nennt man das ja dann auch, dann darf man da auch am Anfang wirklich dann da chirurgisch das Ganze beenden. Ja. Guck mal ganz kurz, ob das alles okay ist. Oh, scheint alles okay zu sein. Sonst schnell noch schnell dahinter schreiben oder was auch immer ist. Ja. Das war die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Falls du eine Frage an Professor Winkler hast, nutze bitte das Formular zu finden im Beschreibungstext. Bis zur nächsten etwas anderen Sprechstunde.